Willkommen zurück zu Let's Play Gunmetal Mission Gateway Location Zone 7. Wir haben die Heavy Bomb, High Wield Explosives with the power to flatter most settlements in a very short period of time. Dive bombing targets from high altitude can be particularly effective. Außerdem Gauss-Kanone. The very latest in multi-stage electromagnetic mass acceleration, the Gauss gun is easily the most powerful weapon in your arsenal. Despite a complex liquid nitrogen cooling system, this weapon is unfortunately hamstrung by a lengthy heat dispersion period. Ja, wir nehmen einfach mal das Teil und die Heavy Bomb ersetzt Napalm. Ne, bald mal für alles vorbei. Mein Gott. Was ist das Schlimmste, was dabei kommt? We have decrypted the remainder of the retrieved data. There is no secret weapon. It's far worse than that. The enemy has constructed a new jump gate through which it plans to draw the remainder of its army from Earth. We have locked down a powerful energy source deep within these swamplands, and this can be only one thing. You must destroy the gate before the Earthlink is reestablished. Also, nix mit Erdreise, meine Freunde. Locate the enemy jump gate and find a way to destroy it. Oh, bitch. Oh, crap. Das sieht ziemlich groß aus. Hm, let's fuck shit up. Problem ist, ausschließlich jetzt in dem Teil. Ich habe keinerlei Möglichkeiten, Gesundheit oder Munition wieder nachzuladen. You need to find a way to deactivate those shields. Hm, ich frage mich wohl, welche, was ich da als Grund nehmen kann. Wir nehmen erstmal die Heavy Bomb. Ach du Scheiße. Ja, dezent. Das könnte ziemlich in die Hose gehen. That's it. One of the shield generators has been exposed. Heavy Bomb ist ein bisschen stark. Jetzt sind die ganzen Punkte, das sind ja keine normalen Gegner. Oh shit. Gut, das war jetzt Versagen auf meiner Seite, aber das kann passieren. Das ist also. Leute, es ist nicht passiert. Egal. Wir sind ein äußerst gefährlicher Super-Mesh und wir werden jetzt alles abfangen. Was eigentlich hauptsächlich nur eins bedeutet, ich werde alles zerbomben, wie es geht. You need to find a way to deactivate those shields. La 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 la. Zack, 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 zack. Ich würde sagen, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt gerade am meisten von getroffen habe. Let's fly to war. La-di-da. Macht die Heavy Bomb eigentlich irgendwie hart Schaden oder? Und das war schon mal das Gebäude. Erstmal die Truppen abschneiden. So, Pulse Cannon. Oh shit. Enemy fighters are closing in. Nein, 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 ganz, ganz böse. We go out. Fuck. Fuck, 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 fuck. Du Scheiße. Okay, wir gehen mal jetzt gerade auf Phalanx.
ziemlich viel feindlicher Luftverkehr heute. So, feindliche Fahrzeuge und feindliche Panzer. Mehr kann man sich doch gar nicht wünschen. Oh, oh shit. That's it. One of the shield generators has been exposed. Und so, wo haben wir das denn? Gauss Gun. Okay, Gauss Gun ist jetzt nicht so nützlich, wie ich es mir erhofft habe. The jump gate shield has been weakened. Das ist doch schön. Wir sollten uns jetzt mal langsam noch ein neues Ziel aussuchen hier. Das funktioniert gerade irgendwie nicht. Harpoon, was macht nochmal Harpoon? Gut, dass das funktioniert in geringem Maße. Heavy Bombing. Lalalala. Moment, das sah doch. Ah, shit. Sehr deaktiviert aus. Den setze ich natürlich voll daneben. Weg damit. So. Nice. So. Keine Verwendung für feindliche Panzer. Weg damit. Energy readings from the jump gate are holding steady. There is still time. Da will ich doch mal schwer hoffen hier. Oh, der Trident ist immer noch meine Lieblingswaffe irgendwie. Mit dem Trident hau ich ja alles klein. Ah, shit. Aber ich habe noch Missiles. Ammo supplies are on their way. Use your radar to locate them. Leute, sehe ich so aus, ob ich das brauche. Obwohl, ich muss immer noch too late. The gate has activated. Na gut, Mission ist noch nicht gefailed, also Ammo increased. The enemy fleet is beginning to pass through the gate. Shit, da ist ja noch einer. Trident. The jump gate is now defenseless. Shut it down before they have time to react. So. Outstanding. Destroy all remaining reactor cores and then get out of there. That's strange. The stream of enemy fighters has ceased. Oh, das ist nicht gut. Watch out. Powerful fighters have emerged from the jump gate and they're headed your way. Ach nee. More ammunition is on its way. Those bombers are too powerful. Leave the jump gate and take them out ASAP. Erstmal ein bisschen abdrehen hier. Ich brauche die Ammo.
Perfekt. Und jetzt gehen wir zum Angriff über. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. What the flying hell? Vielleicht hätte man mir zufälligerweise sagen können, ach ja, hinter dir ist eine gesamte Flotte, mal nebenbei bemerkt. So ein gesamtes Schwadron, so 50 Kampfjets. We have detected a massive energy surge. They must be sending their battleships through. Ja, nee, 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 nee. So. Warning! The gate is highly unstable. Get out of there as fast as you can. Bin dabei. Go to hell. Seriously? Oh, wow. Ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. The link to Earth has been severed, and you have saved us from the enemy hordes. Mission complete. Yeah. Oh, es gibt sogar noch eine nächste Mission. Saving game. Salvation Zone 8. Keine neuen Waffen. Das ist neu. You have single-handedly saved Helios from Armageddon, but the war is not yet won. The last vestiges of the enemy force are advancing on one of our few remaining military installations. Work with our carrier and her dropships to protect our base, the main settlement, and the energy outposts. This is it. The war ends here. Okay, also dem Text entsprechend oder seinen Worten entsprechend gehe ich davon aus, das ist die letzte Mission. Enemy ships are approaching the main settlement. Work with our carrier to eliminate them. Bin dabei. Oh shit. Enemy fighters are moving to intercept. Engage them at once. Zum Glück mache ich dick fett Schaden. Was soll ich mal nehmen? So, erstmal die feindlichen Flugkräfte beseitigt. Oh shit, wow. Kanon und Pulskanon. Na komm, geht kaputt, da oben dieses dreckige Teil stört. Gut, einer weniger. Dropship 2 has been critically wounded. Ich muss mich gerade mal zurückziehen, Leute. Ammunition und ein bisschen Health. Shit. Dropship 2 destroyed. Okay, feindliches Dropship ist anscheinend beschädigt.
Dementsprechend fliegen wir jetzt in den Krieg. Dropship 4 is under heavy attack. La 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 la. Oh. La 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 la. Trident, einfach die beste Waffe ever. Good work. Enemy ship destroyed. All enemies have been destroyed. So, lieber schon mal hier auffüllen alles. Rearm and re-energize. The remainder of the enemy fleet is on its way. Ach komm, bitch, please. Die kriegen den Trident und dann wissen die, was Sache ist. Warning! Enemy battlecruiser approaching. Allied forces are expendable, but if our base is destroyed, then the war is lost. Fighter Jets for the win. You're doing well. Prepare yourself for the next attack wave. Ein Feind ist hier noch. All enemies have been destroyed. Zurückfliegen und heilen. Heilen ist, glaube ich, in dieser Runde jetzt das A und O. Na komm und. Heavy enemy units are moving into position out of range of our main guns. Advance with caution. Advance with caution. Ich fetz da rein und dann brennt die Hütte. Oh. Okay. Gut, fetzen wir. Oh Mann, hört mal auf, in mich reinzufliegen, ihr Penner. Enemy units are advancing on the remote outposts. These provide power for the main base and are heavily populated. You must protect them at once. La 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 la. Das gibt's aber. Okay, hier. Der wird ein bisschen nervig. Enemy ship destroyed. Ich habe, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Trident-Munition. Okay, ich muss mich gerade mal zurückziehen. I need einmal Full Ammo. Und ich glaube, als allererstes muss ich mich gerade erstmal um die feindlichen Flieger hier kümmern. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay, hier können wir auch mal ein bisschen refuelen. Dropship 3 is engaging the enemy. So. Protect our settlements. Ich bin ja dabei, Mensch. Man kann ja auch nicht überall sein. So. Hier vorne ist der hier. Trident ist wieder voll aufgeladen. Unser eigenes Gunship fliegt gerade mitten in den Krieg, aber ich schätze mal, dieser Krieg wird nicht sonderlich gut für unser Gunship verlaufen.
Lalalalala. Trollololo. So, hier noch, da noch. Jetzt geht's erstmal noch an die feinen Aufzeiten, die auf dem Weg sind. Wow, ich bin, glaube ich, noch nie so niedrig über den Boden geflogen. Warning! The death toll is rising. Willst du mich gerade verarschen? Ah, hier vorne sind noch welche. Dun, 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 dun. Dropship 3 has fallen. Wovon? Ach du Scheiße, da vorne ist ja auch noch jemand. Oh. Warning! The death toll is rising. Ja, ich bin noch da. Well done. Enemy attack wave eliminated. All enemies have been destroyed. Sag nicht, alle Feinde sind besiegt, wenn noch so viele am Kommen sind. Okay, ich weiß zwar nicht, da wird gerade hier der Special Deluxe Part, glaube ich. Da, 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 da. Au, Kacke. Wäre ja auch zu easy gewesen. Lalalala. Okay, feindlichen Dropships natürlich angreift, oder die Kreuzer, oder was das hier darstellen soll. Dürfte ja nicht die Welt werden. Okay, drehen. Den Kopf des Schiffes angreifen. Oh shit. Wow. Das ist der finale Krieg. Okay, ich brauche anscheinend konventionellere Waffen. So, meins ist am Boden. Fast besiegt. Machen wir eine kleine Drehung. The last of the enemy scum has been vanquished. You have saved us all. Yeah, das war's. Ja, Leute, das war Gunmetal. Ein überraschend kurzes Game. Ich kann schon verstehen, warum es jetzt nicht der Mega-Hit geworden ist. Es ist ein sehr nettes Spiel für zwischendurch. Es hat viel Action, man jagt viel Kram in die Luft, hat haufenweise Waffen und so weiter. Aber ansonsten ist es halt, naja, Mech-Shooter. Gut, ja, was kann ich groß sagen? Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei seid. Bis dann.